Es bleibt einfach eine unfassbar kuriose Geschichte. Und zwar, Neymars Mutter, wir alle erinnern uns noch, war mit Thiago Ramos zusammen. Das schlug damals riesige Wellen. Neymar hatte auch kommentiert, den Instagram-Beitrag damals. Sie hatte einen viel jüngeren Freund, Thiago Ramos, 23 Jahre alt, war großer Neymar-Fan. So haben sich auch seine Mutter und Thiago Ramos kennengelernt, wegen Neymar, weil er so Neymar-Fan war. Irgendwie kam es dann dazu. Und er ist jünger als Neymar, also ganz kuriose Konstellation. Dann haben sie sich getrennt, dann gab es Rosenkrieg, also beziehungsweise wurde dann berichtet, ob da irgendwie er sie betrogen hat, die Mutter von Neymar und so weiter und so fort. Wollen wir alles nicht mehr drüber reden, ist jetzt ade, aber die ganze Geschichte verfolgt Neymar jetzt trotzdem noch. Er wurde nämlich angezeigt. Er wurde angezeigt, weil er bei Freunden den Ex-Freund seiner Mutter beleidigt haben soll, als kleine S-Punkt-Punkt-Punkt. Ich will das Wort nicht wiederholen, ist eine Beleidigung und deswegen wurde er jetzt tatsächlich angezeigt. Von einem LGBT-Aktivisten hat ihn angezeigt. Die Staatsanwaltschaft in Sao Paulo hat auch gesagt, dass sie die Anzeige erhalten haben. Da wird man jetzt entscheiden, ob man Ermittlungen gegen Neymar da dann quasi machen wird oder eben nicht. Aber, liebe Freunde, was ich das wahre Schlimme daran finde, nicht, dass Neymar in seinem Freundeskreis beleidigt, weil, Freunde, sind wir mal ganz ehrlich, sind wir mal knallhart ehrlich, wir alle beleidigen doch mal im Freundeskreis irgendwen. Jemand, der noch nie mit seinem besten Kumpel oder seinen Kumpels mal irgendein schlechtes Wort über wen verloren hat, der lügt entweder aus, wirklich ein absoluter Engel. Und ich finde es ein Unding, dass Neymar da heimlich aufgezeichnet wurde. Ich weiß nicht, von wem es jetzt war, irgendwie kam es dann an die Presse, irgendjemand muss ihn da aufgezeichnet haben und das finde ich nicht okay. So, Neymar ist ein Superstar, aber trotzdem kann man ihn noch nicht heimlich aufzeichnen. Und ich finde es ein Unding, wenn da jetzt Ermittlungen gegen ihn eingeleitet werden. Der arme Mann, stell euch mal vor, ist ein Superstar, überall von Kameras verfolgt, sowieso. Und dann ist er mit seinen Freunden und dann ist er vielleicht böse auf den Ex von seiner Mutter, warum auch immer, und beleidigt ihn da in einem privaten Gespräch. Also auch nicht mal direkt, sondern mit seinen Freunden. So, also er hat ihn nicht direkt ins Gesicht gesagt, du so und so, sondern mit seinen Freunden, hat gesagt, ah, der ist Punkt, Punkt, Punkt. So. Und dafür eine Anzeige? Und dass ihr mich bitte nicht falsch versteht, er wurde nicht vom Ex-Freund selber angezeigt, nicht der hat ihn angezeigt, sondern ein LGBT-Aktivist wegen der homophoben Beleidigung. Also ganz ehrlich, Freunde, finde ich absolut übertrieben. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass er da auch nicht weiter verfolgt wird, weil ich finde es ein Unding, dass er da heimlich aufgezeichnet wird. Finde ich wirklich schrecklich. Ja, also finde ich nicht in Ordnung. Egal, was er da beleidigt oder sonst was. Also ich finde, es sollte sowieso so sein, ich weiß nicht, wie es in Brasilien ist vom Recht her, aber wenn jemand heimlich gefilmt oder Ton aufgenommen wird, bei so einer kleineren Straftat, finde ich, sollte es nicht verfolgt werden bei der Beleidigung. Bei einem Mord, ja, okay. Aber bei so einer Beleidigung heimlich aufgezeichnet, das ist doch auch illegal. Ist doch auch illegal, den aufzuzeichnen. So, das darfst du auch nicht heimlich Ton aufnehmen von Menschen. Ist auch ein Eingriff, finde ich viel schlimmer als eine Beleidigung, sage ich ganz ehrlich. Hat Koman Angst vor einem Leroy Sané-Transfer? Jetzt sagt er was dazu. Klickt in der Mitte, schaut euch an, was er gesagt hat. Ich bin gespannt. Wir sehen uns später wieder und denkt, haltet den Ball richtig. Flach.